Frei. Alles okay, Sam? Sam! Beweg dich, Sam! Gesichert! Alles gesichert! Grim, Infrarotpeilsender aktiv! Hubschrauber unterwegs! Hier ist dein Messer.
Sam! Wir hätten es beenden können. Wir hatten Sadiq. Was hättest du getan? Ich hätte den Job erledigt, Briggs. Nichts ist wichtiger als das. Weder du noch ich. Gar nichts. Hände weg! Du bist raus. Das war deine letzte Mission. Danke. Schick die Werte rüber. Was gibt's Neues? Hast es noch nicht überstanden, aber deine Werte sind stabil. Nicht was mich angeht, sondern Sadiq. Ist weg. Aber der Sender ist aktiv oder Behälter ist, wissen wir also. Sam, nicht. Du musst dich ausruhen. Ich muss die Daten ansehen, die wir über den Iran haben. Die Präsidentin hat's letzte Nacht veröffentlicht. Das ganze Land schreit nach Blut. Wieso sind wir dann auch hier? Weil Grimm nicht glaubt, dass es der Iran war. Musst du nicht irgendein System kalibrieren? Was? Jedes Mal, wenn die Engineers Hinweise zurückließen, war es eine Falle. Vielleicht war es Panik. Sadiq war dort, weil die uns nicht erwartet haben. Wir dürfen nicht riskieren, dass man wegen uns die Falschen angreift. Hast recht. Wir müssen absolut sicher sein. Auf uns wartet Arbeit. Was sagen uns die Dokumente aus London? Ihre Chemiewaffenforschung hat Verbindungen zur IHU. Wird diese Universität von Revolutionsgarden geleitet? Korrekt. Dass es Verbindungen zu Blacklist gibt, ist nicht sicher. Trotzdem hängen Caldwells Leute in einer Iran-Endlosschleife. Die Bevölkerung soll auf die Kopfjagd vorbereitet werden. Und es funktioniert. Wenn sie das nächste Angriffsziel ist, wird sich ihre Wut irgendwie entladen. Dann ziehen wir in den Krieg. Es sei denn, wir finden Beweise.
Sie sagen also, dass unsere Geheimdienste in... Iran will niemanden ins Land lassen? Wen interessiert der Scheiß? Buhu! Tretet einfach die scheiß Türen ein! Alles Lügen! Wieder versucht Amerika unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung... Scheiße, was haben wir gemacht? Wir haben Dokumente entdeckt, aber keinen Beweis, dass Iran hinter Blacklist steckt. Die scheinen mir nicht gerade an Details interessiert zu sein. Völlig egal, ob die Dokumente echt waren. Die wollen Blut sehen und ihr Ziel heißt Iran. Wenn wir Caldwell keine Alternativen bieten, wird sie den Krieg erklären. Und wir haben keine? Nein. Wir haben das. Die alte US-Botschaft im Iran ist da jetzt nicht das Hauptquartier der Kurzbrigaden? Für eine Operation von Caldwell gewagt. Ist nicht ihre. Ist meine. Wie jetzt? Wir sagen ja einfach nicht, dass wir in den Iran gehen? Der Präsidentin der Vereinigten Staaten und das ist dein Plan? Sehr riskant, Grimm. Sogar für uns. Nur so können wir einen Krieg verhindern. Ja, oder beginnen. Wir fliegen nach Teheran. Die Operation sollte schnell durchgeführt werden. Unsere Regierung darf nichts davon mitbekommen. Ich glaube, mir wird schlecht. Konzentrieren, Charlie. Haben wir eine Drohne, die uns nicht gleich auslöscht? Ich habe den Exploit gefixt, den Sie benutzt haben, ein Sicherungsprogramm hinzugefügt und eine Selbstzerstörung eingebaut. Ein Jahr hätte mir bereits genügt, Charlie. Wo soll Briggs hingehen? Er ist raus. Du willst es allein machen? Wo gehe ich rein? Zeig's mir. Nicht wo, sondern mit wem. Ich schicke die Daten aufs Opset. Das ist eins der bestbewachten Gebäude des Planeten. Du kannst nicht... Da einzudringen ist nicht das Problem. Deren Server hängen nicht am Netz. Wir müssen die Daten von Hand kopieren? Ich schicke die Details an deine Workstation. Aber wir können nicht... Ständig jammern. Bewegung, Charlie. Du musst Chaos in Kurz Hauptquartier stiften, damit du lebend rein und rauskommst. Mit EMP überraschst du den Gegner. Der Trikopter ist ideal für Hinterhalte. برو عجله کن چه تو احمق Du schläfst nur etwas. Ist mir eine Freude, General. Ich rede nicht mit amerikanischen Spionen. Nicht mal dann, wenn die eine Waffe auf deine Frau und deinen Sohn richten? Das sind doch die beiden, die gerade vom Markt zurückkommen, oder? Heute gibt's Gormes Abzieh, was? Du Bastard! So tief durchatmen und gut überlegen.